Hey Kiddas, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen CSGO Skin Giveaway. Die Waffe, mit der wir anfangen, ist die SCAR 20 Cyrex. Ein richtig geiles Teil. Es gibt heute übrigens auch wieder 10 Skins insgesamt für euch. Ab zum Greifen, wie die Schwaben sagen würden, oder? Uff zum Drehe, ab zum Greifen. Ja, ja, doch, so wird es, glaube ich, gesagt. Eine extrem edle Waffe, ich weiß. Sieht einfach nur schick aus. Nur Profis beherrschen diese Waffe, logisch. Was soll ich da noch großartig sagen? Es gibt heute übrigens auch eine Waffe mit Autogramm drauf. Also mehr oder weniger Autogramm. Ich habe auf eine Waffe meinen Namen draufgeschrieben. Ein paar von euch haben sich das gewünscht und ja. Die zweite Waffe ist die StatTrak M249 Nebula Crusader. Für die richtig krassen Gamer. So aus Zockersicht ist es eigentlich die Waffe schlechthin, ja. Der Skin schlechthin, den man besitzen kann. Wunderschönes Teil. Es lohnt sich auf jeden Fall zuzugreifen. Kartoffelsalat. Die dritte Waffe ist die Sword of Limelight Schrotflinte. Die ist einfach nur sportlich. Also ich habe die jetzt letztens für mich entdeckt, ja. Ich habe ja immer die D-Tour so im Blick gehabt, die Scout, ne. Also von den Skins her ist das ein Skin, der mir sehr gut gefällt. Ein extrem dynamisches Teil. Wobei Schrotflinten ja eigentlich, naja, so dynamisch sind die ja nicht. An der Stelle sei direkt gesagt, dass das Giveaway 7 Tage läuft ab dem Erscheinen des Videos hier. Die P250 Wingshot ist die nächste Waffe. Ich denke, die Waffe ist einfach extrem beliebt, oder? Weil der Skin einfach richtig edel aussieht mit dem Totenkopf und so und dieses... Man könnte meinen, das ist vielleicht auch ein Wolf oder halt ein Adler oder sowas. Ich kenne mich nicht aus im Tierreich, aber ein schönes Teil auf jeden Fall. Ja. Für alle, die immer rumquengeln, bei den YouTube-Giveaways hat man so extrem wenig Chancen, macht gar keinen Sinn eigentlich mitzumachen, quack, quack, quack. Ihr wisst ja, dass ich jeden Dienstag und Donnerstag streame, oder zumindest wissen das einige. Jeden Dienstag und Donnerstag streame ich von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und jeden Dienstag und jeden Donnerstag mache ich immer ein Giveaway, mindestens. Manchmal sogar zwei. Nicht immer nur Skins, sondern manchmal auch Graffitis, Sticker und so weiter. Also immer. Zweimal die Woche gibt es noch so extra Giveaways praktisch. Und bei diesen Streams schauen natürlich nicht so viele zu wie hier in diesem Video, ne? Also da kämpft ihr maximal gegen, ich sag mal, 25 andere, wenn es hochkommt. Eher weniger. Manche machen nur 10 mit oder so. Also das sind eure Chancen, nochmal viel, viel höher Skins zu gewinnen, ja? Die Streams sind wirklich jede Woche, Dienstag und Donnerstag. Ihr wisst die Uhrzeit, die steht auch unten in der Beschreibung drin. Falls ich mal nicht streamen kann, schreibe ich es immer hier in den YouTube-Feed und auch auf Twitter. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, auch was die Giveaways angeht, dann solltet ihr mir auf jeden Fall auf Twitter folgen. Da schreibe ich immer rein, hey Leute, wollt ihr die und die Waffe? Oder ich habe jetzt übrigens gerade die Gewinner ausgezählt, bald kommt das Video. Und Lirum Larum, natürlich auch andere Infos um mich und um meinen Kanal. Auf Twitter ist man immer am laufenden Band auf dem Laufenden, ne? Also es lohnt sich. Und hier kommt auch schon die Waffe mit dem Autogramm. Es ist eine AK-47 Elite-Bild. Und wie ihr hier seht, man sieht es jetzt hier nicht so richtig, da steht der Dumbabla drauf. Also das ist der erste Skin, den ich herausgebe mit meinem Autogramm drauf sozusagen. Das werde ich jetzt in Zukunft öfter machen. Die nächste Waffe ist die StatTrak PP Bison Water Sigil oder Sigil Sicht. Da habe ich für euch schon mal 50 Kills drauf geschossen. Einfach, dass ihr eine Grundlage habt, wo ihr dann drauf aufbauen könnt. Der Skin ist eigentlich auch was recht Besonderes, wie ich finde, diese Wasserbällchen und generell diese Water-Optik. Wem es gefällt, dem gefällt's. Die ist übrigens Factory New. Ich habe jetzt ein paar Mal vergessen, dazu zu sagen, was die Sachen sind, aber die ist jetzt hier Factory New. Ich habe mir es eigentlich hier überall hinten dran Achso, ihr seht's ja nicht. Minimal Wear, Field Tested. Die mit Autogramm, keine Ahnung. Und die ist Factory New. Und wir bleiben beim Wasser, beim Ozean. Es handelt sich hier um die StatTrak P250 Oceanic Shenanigans. Die ist übrigens auch Factory New, ja. Die ist ganz frisch vom Band gefallen. Ich weiß nicht, warum sie hier so komische Kratzer hat, aber das ist halt so, von Haus aus schon. Das muss genau hier so sein, wie es ist. Und StatTrak halt, ne? Super Ding. Ich habe euch schon mal 99.999 Kills aufgemacht. Jetzt sieht man's. Kommen wir nun zur AUG Ricochet. Die gebe ich öfter mal raus. Für alle Leute, denen Türkis gefällt. Und es sind wohl einige, ist das was? Türkis wirkt halt auch direkt so ein bisschen trendig. So ein bisschen super RTL. Fast schon Togolino, wenn ich so weit gehen darf. Da kann man einfach nichts sagen. Ist da oben drauf irgendwie noch ein orangener Streifen da? Ist das orange? Ist das weiß? Und ich kann das nicht. Also das ist doch. Das macht die direkt mal ein paar Euro wertvoller. Der vorletzte Skin ist die Farmers Survivor Z. Da hat jemand Nei gekratzt. Guck da, ist richtig brutal Nei gekratzt. Für alle, die Zombie-Modus spielen, falls es hier bei CSGO überhaupt gibt, ich weiß es nicht, ich habe mich hier überhaupt noch gar nicht umgeguckt, aber es gibt es sicherlich. Für diese Menschen ist es die perfekte Waffe zum Angeben, weißt du, so von wegen, ich wurde angegriffen, aber ich habe ihn dann noch kaputt gemacht. Kannst du gerade da sehen an der Waffe, das ist echt jetzt. Hör mir mal zu, ich wurde angegriffen, okay, ich bin verstört jetzt, okay? Es hat wehgetan, in meiner Seele drin hat es wehgetan, dass ich angegriffen wurde, verstehst du das? Meine Waffe ist verkratzt. Und wenn ihr das einfach gut rüberbringt, dann fangen die Leute an zu weinen und sie helfen euch und denken sich, der lügt doch. Das denken sie eben nicht. Ich habe euch gerade versucht, dran zu kriegen. Und die letzte Waffe ist die Glock 18 Bunsen Burner. Sieht die nicht geil aus? Das ist doch eine gern gespielte Waffe. Und mir ist aufgefallen, ich habe noch nie eine Glock ausgegeben, glaube ich, bei den Giveaways. Ich habe jetzt schon ungefähr 10 Giveaways gemacht. Vielleicht auch ein paar mehr. Und ich habe noch nie eine Glock ausgegeben. Ich spiele die Glock einfach so ungern. Wahrscheinlich ist es deshalb nicht so in meinem Kopf drin. Aber eigentlich ist es... Also gerade die Bunsen Burner ist eine schöne Waffe. Die Bunsen Burner, ne? Ist schon ein schönes Teil. Verbrennt euch nicht dran, okay? Dies Haze. Kommen wir nun zu der Bedingung, beziehungsweise zum Teilnahmemechanismus.
Erstens, das habe ich letztes Mal nicht explizit gesagt, ihr müsst mich nicht abonnieren. Bitte denkt euch jetzt nicht, oh geil, er macht ein Giveaway, ich abonniere jetzt einfach und dann gucke ich aber nie wieder vorbei oder so. Wisst ihr, das ist kacke. Wenn ihr beim Giveaway mitmachen wollt und dann nie wieder reinschauen wollt, dann abonniert mich nicht. Abonniert nur, wenn ihr euch denkt, Alter, das ist so ein richtig krasser Kerl. Oh. Oder ungefähr halt so. Vielleicht, wenn ihr ultramännlich seid, den abonniere ich. Oder wenn ihr halt weiblich seid, oh, dann könnt ihr das gerne machen. Und auch mal in die anderen Videos reinschauen und sowas, ne? Also einfach sich so ein bisschen dann hier rumtummeln auf dem Kanal, verstehst? Da steigen auch die Chancen, für andere Dinge gewählt zu werden. Ich habe noch andere Sachen, die ich vergebe und auch andere Ämter und Pipapo. Zweitens, jetzt kommt die eigentliche Bedingung. Und hier muss man wieder genau zuhören. Vor allem dieses Mal, weil dieses Mal wird es so ein bisschen auspaldobert, dass niemand den Code rauskriegt. Ich muss es mir noch kurz überlegen. Okay, mir ist was total krasses, sicheres eingefallen. Bevor ihr jetzt kommentiert, drückt ihr ganz oben über den Kommentaren, steht ja, wie die sortiert werden sollen. Da steht, glaube ich, nach beliebtester oder bester, gut bestbewertetster oder sowas. Ihr klickt da drauf und dann geht so eine kleine Dropbar auf und ihr drückt einfach auf Neueste zuerst, dass der neueste Kommentar zuerst dasteht. Ne? Und dann schreibt ihr Folgendes in den Kommentar. Das muss ganz vorne stehen. Okay? Ich stecke mit X im Verkehr. So, das war der Satz. Und anstelle von X, hört zu! Und anstelle von X setzt ihr den YouTube-Namen ein, von dem, der gerade ganz oben steht, der gerade der aktuellste ist. Es macht da nichts, wenn ein paar den gleichen drin stehen haben, wenn ihr gleichzeitig schreibt. Das ist nicht so schlimm. Ich will einfach nur so praktisch die Sicherheit haben, dass nicht jemand einfach reinkommt und das Video auf Mute stellt oder auf Stopp stellt und sofort runtergeht und einfach sieht, oh, die schreiben alle, heute habe ich gekackt, also muss ich das wohl auch schreiben. Sondern so einen kleinen Baby-Trick, weißt du? Es ist immerhin ein bisschen tricky, oder? Aber ihr macht das locker. Ich erkläre es nochmal, hört genau zu. Ihr drückt bei den Kommentaren zuerst auf Neueste zuerst. Dann schaut ihr, welcher im Moment der Neueste ist. Hans Wurst zum Beispiel. Das heißt, euer Kommentar sieht wie folgt aus. Ich stecke mit Hans Wurst im Verkehr. Punkt. Den Punkt müsst ihr nicht ausschreiben, könnt ihr aber. Ihr könnt aber auch einfach einen Punkt machen. Und da hinten dran könnt ihr dann wieder irgendwas schreiben. Wie toll ihr mich findet, wie hübsch ihr seid, ob eure Katze heute schon gebrochen hat, wie stark sie gebrochen hat, was sie gebrochen hat. Ist alles ziemlich interessant. Ihr wisst, ich kommentiere jeden Kommentar. Jeden Kommentar. Und ihr braucht keine Trade-Links und keine Profil-Links zu schicken. Das kommt immer erst im Auslösungsvideo. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Wurstkinder, Salatschleuder. Ist logisch, ne? Also eine Wolke, also wie im Bergblumengeschäft mit einem Sack Reis und 4 Kartoffeln. Da kannst du ja auch nicht einfach dann ein Mikrofon draus machen. Wie stellst du dir das vor?